Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Factorio. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben und hatten hier unsere Eisenfabrik fertig gemacht. Und wollten dann jetzt gucken, dass wir mal etwas mehr Eisen bekommen, damit unsere ganze Produktion nicht andauernd hängen bleibt. So, genau. Und wir haben unsere Verteidigungsanlage fertig bekommen, hier auf der linken Seite. Was schon mal enorm viel ausmacht. So, aber jetzt bekommen wir auch zu wenig Eisen hier unten. Das heißt, ich werde hier erstmal noch einen Förderer dabei setzen. Dann müssen wir uns mal nach einem neuen Eisenfeld umschauen. Wobei das sieht hier echt, ja, bescheiden, möchte man sagen, aus. Ein bisschen durch die Gegend laufen. Mal die Karte kurz abchecken. Hier hinten ist ein kleines Eisenfeld. Okay. Ja. Gehen wir mal ein paar Meter laufen, damit wir was finden. Hier ist, glaube ich, nee, ist. Ach du Heiliger, was denn hier oben für ein Riesennest? Oha, 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 oha. Ach du Scheiße, die kommen alle, ach du Scheiße. Lauf, 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 lauf. Lauf um dein Leben. Lauf. Okay, das war verdammt... verdammt knapp. ja. Okay, da oben ist kein Eisen, ja. Das haben wir gesehen. Das hätte fast unser Aus bedeutet. Und für die, die es vielleicht nicht wissen, wenn man in diesem Spiel stirbt, dann ist das Spiel vorbei. Dann ist Ende. Ich meine, klar, man kann ein Safe-Game laden, aber offiziell ist, wenn man tot ist, Ende. Ja, das Problem wäre es jetzt nicht, das Spiel speichert automatisch alle 3 Minuten. Also viel verloren gehen würde nicht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns ja mit ausreizen. So, und jetzt machen wir endlich mal unsere Energie hier fertig, die wir schon die ganze Zeit machen wollten. So, dafür machen wir hier mal eine Reihe. Nee, das hier machen wir keine Verbindung hin. Wie haben wir denn jetzt hier 4, 8 Stück? Und nochmal 8 Stück, ja, okay. So. Oh, wir brauchen Knickis. Jede Menge Knickis. Dazu fehlt uns Eisen. Haben wir hier. Kupfer ein bisschen. Bei Kupfer haben wir auch noch was. So. Dann brauche ich Rohre. Okay, das ist natürlich echt, echt blöd mit den Aliens da oben. Aber wir brauchen dringend Eisen. Es nützt alles nichts. Wir brauchen ein Eisenfeld irgendwo. Und hier ist, glaube ich, auch ein Riesen-Alien. Okay, ne, es sind nur 2 Nester. Das geht. Hier haben wir Stein. Aber da, Alter. Wie soll ich die denn jemals hier... Und ich wundere mich noch, dass hier so viele Aliens auf mich drauf rennen. Okay, wir haben ein riesen Eisenfeld gefunden. Mit einem riesen Alien-Nest da drüber. Oh Mann. Wo kommen die Aliens alle her? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ich will ja nicht sagen, dass ich am Arsch bin, aber ich glaube... ich bin am Arsch.
Was? Guckt mal auf die Karte. Guckt euch das mal an hier. Oh mein Gott. Da müssen wir uns noch eine echt gute Taktik einfallen lassen, dass wir da durchkommen. Ich meine, ich habe das Spiel schon öfters gespielt und auch schon öfters gegen Aliens gespielt, aber das ist schon eine Hausnummer, so viele auf einmal. Ich meine, wenn man so ein oder zwei Nester hat, da kann man ganz gut mit dem Panzer drüber fahren. Aber hier gleich solche Riesenkolonien an Aliens, das ist auch neu für mich. Guckt euch den Haufen hier unten an. Der jetzt losrennt, dann bin ich tot. Und ich komme hier auch nicht weit, weil hier direkt Aliens überall sind. Alles voller Nester. Wir müssen dringend hier unten auch unser Lager zubekommen. Weil wenn ich das sehe, dann ja, wird mir ein bisschen anders. Okay, das heißt, wir müssen mit dem haushalten, was wir haben, und versuchen uns hier oben eine Lücke zu schlagen, um dann... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Lauf um dein Leben. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Diese Towers haben mir gerade echt den Arsch gerettet. Aber ganz gewaltig. Wenn ich das hier sehe. Hier oben wollen wir hin. Das heißt, wir werden die drei riesen Nester kaputt machen müssen, um hier vernünftig arbeiten zu können. Okay, dann haben wir uns ja ein mutiges Ziel gesetzt, würde ich mal behaupten. So, und ich werde erstmal hier 1, 2, 3 Fabriken vom Netz nehmen, damit die nicht das Eisen schlucken, weil wir haben nicht so viel Vorrat im Moment. Okay, die haben noch ein bisschen im Petto, was sie fördern können. Was wir auch noch machen könnten, wäre... Ich baue mal gerade noch ein paar. Dass wir hier noch einen zwischensetzen. Den einen Tacken nach unten machen. Und da noch etwas mehr rauszuholen, als es schon ist. So. Muss ich nur schauen wegen dem Strom. Die alle auch noch Netz haben. So. Dann hatte ich gesehen, war hier noch... Hier ist noch Eisen. Vielleicht sollten wir uns das Feld noch versuchen zu schnappen irgendwie. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir das verteidigen sollen. Weil unsere Munitionsproduktion, die läuft ja auch nur relativ schleppend, würde ich mal sagen. Dadurch, dass ja auch die ganze Zeit die Aliens kommen, wird das auch alles recht schnell verbraucht. Okay, sie sind schon wieder im Lager. Aber sie sind auch schon wieder tot. Hier unten. Ja, nur Mauern beschädigt, das ist okay. Hier ein Rohr und hier ein Rohr. So. Also das ist schon echt verdammt übel, was hier abgeht. Ja. Machen hier erstmal zwei Stück dran. Machen hier direkt zwei daneben. Okay, was ist kaputt? Die haben Mauern zerstört, okay. Ja, wir haben unsere Verteidigung unten noch nicht. Die kommen rein, okay.
Ich höre die ganze Zeit einfach nur dieses Alarmsignal. Oh Mann. Wenn ich diese rote Karte da oben sehe, ne? Okay, das wird ein hartes Stück Arbeit. Es wird ein hartes Stück Arbeit, wirklich. Aber ich glaube, es wird sich lohnen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir an Alien-Wissenschaftspaketen nicht unbedingt den Mangel haben werden. Was schon mal auf jeden Fall sehr gut ist. So, wir brauchen Kupfer. Kupfer haben wir jede Menge. Okay, mein. Ach so, Gebot. Dann kann das auch nicht weitergehen. Habe ich gerade schon gefragt, warum meine Produktion voll ist. Das kann ja nicht sein. So, unsere Forschung, genau, die müssen wir auch weitermachen. Und zwar Kugelfeuerrate. Ja, da wir ja auch jetzt demnächst einen Panzer haben wollen, um gegen die Aliens so ein bisschen vorzugehen, sollten wir vielleicht die Motoren forschen, weil durch die Motoren haben wir dann, wo war es denn? Ja, Panzer konnte man extra erforschen. Panzer, genau, dafür brauchen wir das Automobil und dafür die Motoren, genau. Dann forschen wir mal die Motoren. So, und wir brauchen ein paar Reparaturkits. Ich denn jetzt noch? So. Strom auch gerade mal hier rüberziehen. So. Dann hier unten nehmen wir uns ein bisschen das Holz hier wegmachen. Hier, wo sind sie? Oben an der Mauer. Gut. Der Mauer ist nicht ganz so schlimm. So, wo sind wir? Hier. Würde ich sagen. So. Und das Fließband direkt weiterziehen. Wurp, wurp, wurp. So, ich glaube. Eisen, ich brauche andauernd Eisen und Kupfer. Ich mache jetzt auch erstmal einen Knickarm hier fürs Kupfer hin. Okay, die Forschung ist schon fertig. Elektromotor. Verwendet gerade Elektromotor? Ne, Automobil, Automobil. Wo ist das Automobil? Da, dafür brauchen wir noch Logistikstufe 2. So, genau, pump mich mal voll. Das ist sehr gut. Oder ich klaue einfach selber vom Band. Geht auch. Jetzt halt, wo wir gerade hier auf unsere Kiste warten. Sie auch schon. So, dann kannst du nämlich ein bisschen was da reinlagern. So, und hier unten, das funktioniert jetzt auch. Das freut mich. Da werden wir hier mal eine zweite Montagemaschine hinsetzen. Dann geht das hier auch gefühlt deutlich schneller. Okay, unsere Elektrizität geht gerade den Bach runter, wie ich sehe. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. So.
Ja. Die Wissenschaftspakete laufen. Das Eisen läuft jetzt auch. Einigermaßen. Wir müssen halt mit dem klarkommen, was wir haben. Allerdings schmiert die Energie gerade ab, weil wir hier immer noch nicht fertig sind. Obwohl ich das jetzt schon 20 Mal fertig machen wollte. Aber gut. So, Strom brauchen wir. Strom. 1, 2, 3, 4. Zack. Na, die werden gar nicht laufen hier hinten. So. Und hier hinten noch, komm ich nicht dran, verdammt. So, und siehe da, die Stromversorgung läuft. Sehr gut. Er schaufelt fleißig Kohle nach. So, mal ein bisschen die Mauern reparieren zwischendurch. Und auch Mauern bauen zwischendurch. Sehr gut. Automobil, da ist es. Also ein Panzer ist schon was Feines. Da kann man schon gut was mitmachen. Aber gegen so einen riesen Haufen richtet der auch nichts aus. Also da sehen wir auch mit dem besten Panzer winzig aus. So, Stahl nehmen wir auch mit. Handgranate. Reichweite 15, Vollgeschwindigkeit. Getroffene Fläche 6,5, Schaden 25, Explosion. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen panzerbrechende Munition für uns selber machen. Ich glaube, das könnte von Vorteil werden. Ach, der kann die Kiste ruhig voll rammen, das ist nicht so schlimm, glaube ich. So, dann werde ich jetzt auch erstmal hier die Munition, die ich übrig habe, aufs Band werfen. Weil hier kann das besser gebraucht werden als bei mir im Rucksack. Zack. Geht hier nämlich wieder gut was durch. Wir können hier unten unsere Mauern weiterbauen und unsere Verteidigungsanlage. Genau, hier wollten wir die hinbauen. So. Und wir bauen direkt nochmal 20 Stück hinterher. Ich glaube, da kann man nie genug von haben. Ah, wir brauchen auch wieder Fließbänder, okay. Ich glaube, wir klauen uns jetzt einfach mal hier so ein paar vom Band. Können wir nämlich hier weitermachen. So, habe ich noch Holz? Ja, ich brauche noch ein bisschen hiervon. Ich habe kein Kupfer. Oh, jetzt saugt er hier aber schon ganz schön Kupfer runter. Warum das? Es kommt nicht genug an. Okay, wir brauchen mehr Kupferförderer. Das ist kein Problem. Wenn wir eins haben, dann ist es Kupfer. So. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich die kleine Fläche hier noch nehmen soll. Was heißt klein? Da würde ich auch 6 Stück drauf bekommen, circa.
So klein ist die jetzt auch nicht, aber die da oben ist natürlich, die wäre natürlich richtig nice, richtig nice. Die würde uns für ewig und 3 Tage reichen. Aber sonst, außer das kleine Fitzelchen, sehe ich hier auch nichts in Reichweite, wo wir eventuell darauf hinarbeiten könnten. Wir werden uns wirklich hier oben mit den ganzen Aliens prügeln müssen, damit wir an unser Eisen kommen. Aber wenn die das wollen, dann bekommen sie es. Da habe ich kein Problem mit. Aber ich würde sagen, du machst mal Pause hier. Weil die kommt nicht so viel an. Sie brauchen das hier unten. So, Automobil benötigt für Panzer. Panzer braucht Militär 3. Dafür brauchen wir die Lasertechnik. Dann machen wir das doch glatt mal. So. Genau, hier unten den Strom weiterlegen. Kann der schon mal befüllt werden? Ich glaube, die befüllen, wie viel befüllen die denn da überhaupt? 10 Stück? Okay, das geht. Also das sieht eigentlich ganz gut aus hier. An den Mauern werden zwar alle so einmal angetickt, aber das ist, denke ich mal, noch vertretbar. Okay, hier oben blinkt was, sehe ich. Wir brauchen hier Kohle. Aber das haben wir. Oben genauso, da würde ich auch mal gerade gucken, was die Stabilität der Mauern sagt, die jetzt noch da sind. Nicht, dass die gleich durch sind. Und wir die Freunde wieder drin rumrennen haben. So. Gut, dann hätten wir das alles hintereinander. So. Hier wird noch fleißig gebaut. Und ich sag dann auch wieder Tschüss. Wir sind am Ende angekommen. Würde mich über einen Kommentar oder einen Daumen hoch sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, tschüss.